Hallo zusammen, ich habe hier einen 12-24 Volt Kühlschrank, den es nicht zu kaufen gibt. Außer bei mir. Das ist ein Kühlschrank von Indel, ein TB16 AM. Black. Für schwarz. Ich habe hier einen Auszug. Man sieht das jetzt ein bisschen schlechter. Ich habe hier einen Auszug, da kann ich rausziehen. Ich habe hier oben die Temperaturanzeige. Thermostat, er ist regelbar von plus 10 bis minus 18 Grad. Wir haben eine Breite von diesem Kühlschrank von 380 mm und eine Höhe von 240 mm. Und eine Tiefe. Original von 550 mm. Jetzt ist die Situation, dass wenn ich die Einbautiefe nicht habe, könnte ich sagen, ich nehme einfach das Kühlaggregat weg. Dann habe ich hier noch 420 mm Tiefe. Original geht das nicht. Original ist dieser Kühlschrank immer mit dem Aggregat hinten montiert und eine schöne Abdeckung drüber. Hier habe ich das nicht. Hier habe ich jetzt 1,5 Meter Leitung. Ich kann also das Kühlaggregat hier oben montieren, unten dran, in der Garage. Das ist eine Option, die ihr so bei uns bestellen könnt. Dieser Kühlschrank, der kostet bei uns, obwohl wir nicht am Lager haben, sagen wir 4 Wochen Lieferfrist, ist er bei 504 Euro Franken inklusive Mehrwertsteuer. Wenn wir die Leitung verlängern müssen, so wie hier, das kostet das 189 Franken oder Euro Aufpreis. Dann kriegt die Länge so lang, wie es braucht. Klar könnte man jetzt sagen, ich will das Aggregat noch mit 220 Volt oder irgendwelche Optionen, Kupplungen, um die Leitung zu trennen, könnt ihr alles haben. Kein Problem. Ruft mich an. Schreibt mir eine Mail. Zum Kompressor. Hier haben wir einen Secop, einen 1,4 Kompressor. Das ist also der ganz kleine Danfoss-Kompressor, Danfoss-Secop. Kennt ihr die Geschichte? Das mache ich euch irgendwo da oben einen Link. Am Ende. Ja, funktioniert. Deutsche Technik. Aber kleiner Kühlschrank, der als Kühlschrank und Tiefkühler verwendet werden kann, mit dem Auszug. Ein tolles Gerät und ich denke für 500 Euro, 504 Euro, ist das also nicht zu viel. Hergestellt wird das Teil in China. Ich verlinke euch hier oben ein anderes Video und hier unten eins. Ein Abo könnt ihr mir auch da lassen, da mache ich Videos über solche Sonderbauten. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.